Ein Museum auf der Stadtinsel Ratzeburgs in einer besonders schönen Lage. Die wertvollsten Stücke lagern tonnenschwer im Keller. Museumsleiterin Anke Mürenberg ist deren Hüterin. Druckplatten des Künstlers A. Paul Weber. Wie oben der Kauz im Flur ist er da auch tatsächlich mit drauf. Weil da sieht man auch die Arbeit, die dahinter steckt, dann auch die Buchstaben alle spiegelverkehrt da drauf zu machen, damit das dann nachher im Druck auch wirklich richtig ist. Also ich glaube, daran wäre ich alleine schon gescheitert. Hier haben wir den Esel mit dem Kaktus und auf der anderen Seite haben wir dann noch wieder ein Motiv mit dem Narren. Der Narr ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Motiv, was er ganz, ganz oft benutzt hat. Der Narr oder auch Till Eulenspiegel. Seitdem er hier im Kreis wohnte, also in Schredstaken, hat er sich auch viel mit Till Eulenspiegel beschäftigt, was ja dem Narren gleichkommt. Der ist auch auf sehr, sehr vielen Steinen zu finden. A. Paul Weber sieht sich selbst als ein Schalk auf und vor der Druckplatte. Ja, A. Paul Weber ist 1893 geboren und hat bereits seit den 20er Jahren ja viel gezeichnet, gemalt und hat insofern auch über die Jahrzehnte hinweg verschiedene historische Epochen natürlich beleuchtet und dadurch ist das natürlich auch ein faszinierendes Werk und das ist heute vieles, was er gemacht hat, auch noch tatsächlich aktuell und immer wieder für alle Generationen auch anzuschauen. Das waren so Zeitereignisse, also das ist im Grunde sein Leben, was ihn dazu inspiriert hat, verschiedene Punkte immer wieder aufzugreifen oder auch neue Sachen zu entdecken und dann in seinen Werken unterzubringen. Das Gerücht gehört zu seinen bekanntesten Arbeiten, die alle eine sehr spezielle Anmutung haben. Die Druckerpresse war Webers Lieblingswerkzeug. Seine Druckwerkstatt ist noch einsatzbereit und wird bei Workshops in Ratzeburg auch genutzt. Sein Hauptwerk besteht aus Lithografien, also aus Werken, die aus dem sogenannten Steindruckverfahren entstanden sind. Er hat ungefähr 3000 Lithografien in seinem Leben gemacht, von denen wir so ungefähr 98% auch hier im Museum haben. Gemacht werden diese Lithografien, indem man eben so einen Stein, wie wir ihn sehen hier, noch als unbeschriebenes Blatt sozusagen, nimmt und dann diesen Stein schleift und mit einer speziellen Tusche dann spiegelverkehrt, das ist ganz, ganz wichtig, eine Zeichnung draufbringt. Eine Arbeit, die große Kunstfertigkeit und Genauigkeit erfordert und die A. Paul Weber meisterhaft beherrschte. Seine ausgeprägte Liebe zum Detail lassen auch die Arbeiten für Kinder erkennen. Wie wir hier in dem Raum sehen, explizit was für Kinder, dann die Bilder hier, die sogenannten possierlichen Tierbilder. Wir haben auch noch die satirischen Tierbilder, aber die possierlichen Tierbilder sind tatsächlich für Kinder extra gezeichnet. Das sind auch so Motive, wie zum Beispiel hier das Hamsterpärchen, das da auf dem Feld sitzt. Das ist ganz witzig, die Hamster sind halt vom Feld. Da kann man wirklich auch Kinder an Kunst ranführen mit diesen Bildern, ihnen auch zeigen, zum Beispiel in der Lithografiewerkstatt, wie sind diese Bilder entstanden. Und dann können Sie sich die Bilder hier direkt angucken in diesem Raum und auch so viele Sachen entdecken. In seiner Spätphase drückte Weber in vielen Bildern seine Sorge um die Umwelt aus und um die Folgen für die Menschen. Auch die Atomenergie war im Anfang der 1970er Jahre nicht geheuer. Aus dieser Zeit stammt auch Anke Mürenbergs Lieblingsbild. Das hat Weber schon im Jahr 1974 entworfen, das Motiv. Und das soll also den Biologieunterricht, wenn man so will, wenn man hier sich die Klasse betrachtet mit dem Lehrer, der das da wahrscheinlich sein soll, also den Biologieunterricht im Jahre 2000 zeigen. Also von 1974 in die Zukunft geblickt 2000. Im Hintergrund sieht man diese vielen Hochhäuser. Dann sieht man noch ganz spannend, wenn man genau hinguckt, hier einen Menschen im Rollstuhl, der so in eine Ecke geschoben wird und einen alten Menschen einsam und alleine mit einem Hund, der in die andere Ecke geschoben wird. Und das fasziniert mich einfach so zum einen, weil das heute ja alles aufnimmt, auch die Fridays for Future Bewegung und alles andere. Und dass das schon aus dem Jahr 1974 stammt, wo doch heute immer so gesagt wird, wir haben nie daran gedacht oder uns nie darum gekümmert, was passieren könnte. Doch, man sieht es hier schwarz auf weiß. Wir haben schon auch früher daran gedacht, was wir mit der Umwelt machen oder was passiert. Solche und ganz andere Schätze gilt es im A. Paul Weber Haus zu entdecken. Mal abgesehen von der wunderschönen Umgebung des Museums.